Die Auszubildenden des IAS haben im Rahmen ihrer Ausbildung zum Fach Informatiker Anwendungsentwicklung als Abschlussprojekt das IAS-Wörterspiel entwickelt. Dieses basiert auf dem bekannten Spiel Galgenmännchen und soll die Rechtschreibkenntnisse der Grundschüler vertiefen und erweitern. Das IAS-Wörterspiel besteht aus dem Wörterrätsel selbst, einer Datenbank und einer Verwaltungsapplikation. Über die Verwaltungsapplikation werden die Daten der Schulklassen, Schülern, Kategorien, Wörter und der Spielverwaltung manipuliert. Über die Spielverwaltung kann festgelegt werden, welche Wörter für einen einzelnen Schüler oder eine gesamte Schulklasse im IAS-Wörterspiel abgefragt werden sollen oder eine Statistik angezeigt werden. Dafür wird zum Beispiel ein Schüler aus einer Schulklasse ausgewählt und auf den Button Wörter für IAS-Wörterspiel festlegen geklickt. Es öffnet sich ein Fenster, um die abzufragenden Wörter auswählen zu können. Nach Beenden der Auswahl kann mit einem Klick auf den Button OK die Auswahl gespeichert werden. Um ein neues Spiel beginnen zu können, muss sich der Spieler nach Start vom IAS-Wörterspiel anmelden. Nach erfolgreicher Anmeldung werden die für den Spieler hinterlegten Wörter geladen. Der Spieler wählt eine der drei Schwierigkeitsstufen aus und klickt auf den Button Start. Nach jeder Spielrunde wird das Ergebnis in der Datenbank gespeichert und kann später über die Statistik der Verwaltungsapplikation betrachtet werden.